Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cal springt komisch durch die Gegend und fällt die Klippe runter. Star Wars Jedi Fallen Order. Oder ich drücke einfach die falsche Taste. Ich weiß zwar nicht, wo so eins schon mal war, aber wenn Cal sowas schon mal gesehen hat irgendwo, dann muss es ja irgendwie gut sein. Oder so. Komm her. Ach, da drüben ist eins. Vielleicht geht's ja kaputt, wenn ich lang genug drauf rumspringe. Wahrscheinlich nicht, aber... Kein Bock, dass Cal jetzt stirbt. Nur weil irgend so ein hässlicher Space-Ziegen-Bock irgendwie gerade rampaged. Fällt immer so auf seine Hände und macht dann die Rolle. Ich weiß, es muss doch eigentlich wehtun. Vor allem, wenn er angreift, dann geht er immer vor die. Ich weiß nicht warum. Kapselnelke. Okay. Sind die verbunden? Ah ja, okay. Da will ich hin. Aber wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht. Und da drüben gibt es noch einen Bereich, den ich nicht erkundet habe. Okay. Da muss er dann wahrscheinlich aufpassen, dass er nicht von Fliegen sind. Noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Dass er nicht von fliegenden Trümmern erwischt wird wahrscheinlich. Ja. Er kann einfach den ganzen Sturm anhalten, okay.
Ich bin im Grat. Riesig. Imperial? Ein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Hast du das gesehen? Ah. Gungen sind parasitäre, pflanzenähnliche Skungus. Vermeide jeglichen Kontakt und bewege dich vorsichtig um die zentrale Kapsel herum. Kern kann als Verteidigung gegen andere Gegner benutzt werden. Pflanzenähnliche Organismen, deren toxische Sporen explodieren. Können vielleicht aufgrund ihrer schlechten Augen den Kurs nur bedingt ändern und zerschmettern häufig an Felsen, wenn sie angreifen. Haben auf Gebirgsfelsen dank ihrer Rufe einen sicheren Stand und werden von einem starken Wind auf Sepho nicht beeinträchtigt. Okay. Wenn sie sich einer Bedrohung nähert, mehrere Gruppen kleinerer Hülsen bilden am Boden einen größeren Zentralbau. Es gibt mehrere Arten dieser aggressiven für ihren widerlichen Gestank und ihr weiches, gehirniges Gewebe bekannte Spezies. Okay. Ach Gott. Also Kerl sollte da nicht rennen, okay. Aber wie komme ich denn nach da drüben jetzt? Nee, da fällt er bloß runter. Ach, man, ich bin halt auch dämlich. Er kann ja da drüben einfach an der Wand entlang laufen. Okay, dann muss man mal vorsichtig sein, vor allem wenn ich jetzt zu wenig Leben habe. Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher
Ein Hit und Kerl ist dead. Und der leuchtet so rot. Mir blöd ist Gefahr oder dass Cass Leben halt nicht mehr so hoch sind. Nur eine Meditationsstätte wäre echt ganz nice. Ja, da oben ist halt das, aber wie komme ich denn da rauf? Das ist halt diese weiße Markierung, aber ah, hier. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich werde das früher springen müssen. Oh nein. Warum springt denn er jetzt darüber? What the fuck? Muss ich mich da einfach nur fallen lassen oder wie? Ah, okay. Jetzt dann doch so. Ah, das ist ein Meditation Point. Das ist gut. Ich habe so viele Punkte, an denen ich halt einfach irgendwelche Machtfähigkeiten nutzen muss, die ich nicht habe. Wäre lustig, wenn sie ihn hier eigentlich eher mal hingelegt hätte, aber naja. Kann er den schieben?
Naja. Das ist ganz was Neues. Bosskampf oder was? Na gut, so langsam kann ich den auch. Grabwächter, Fähigkeitenpunkt erhalten, okay. Ja, normalerweise können auch jedes. Okay, den Doppelsprung kriegt er wahrscheinlich erst noch. Würde ich mir vorstellen. Okay, ich hätte auch ein bisschen länger an der Wand laufen können. Aber es ist ja nichts passiert. Kerl ist ja nicht in den Abgrund gefallen. Warum? Warum zoomt es da so raus? Wo komme ich denn? Ah. Komm doch runter!
Gut, die Dinger wehren sich halt dann bloß. Wenn ich an die hinkomme, dann machen sie Cal Damage. Au. Okay, jetzt geht's in die andere Richtung. Oh mein Gott, Alter. Da darf ich anscheinend nicht hingehen. Da darf ich auch nicht durchgehen. Da kann ich gar nicht durchgehen. Müssen wir mal probieren. Ach, wenn ich die schlage, dann platzen die. Ja, okay. Ach, die respawnen dann nach einer Weile wieder. Okay. Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Oh, da ist wieder so ein Wächter. Okay, da hat sich gerade selber eine Menge Damage gemacht. Zusammengefleckt. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, ich muss irgendwie nach da oben kommen. Ah. Alte Statue. Oh. Ist das eine Erinnerung?
Konzentration! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Blicke immer auf den Ball. Ah, okay. Gut, weiter so. Schiebe den Ball mit der Macht zum Ziel. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Was im Weg steht, das setzt zum Weg. Schuh. Schiebe Objekte und Gegner mit der Macht von dir weg. Nice. Oh, suche das Auge des Sturms. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Also dann jetzt doch nach Kashyyyk. Okay. Execution. Hier eine ganze Menge Shortcuts. Sehr gut. Eiram Sarkophag. Von da drüben kam ich. Bleibt sie freigeschaltet, Kashyyyk. Naja, ist wieder hier. Denke ich zumindest. Ja doch, das ist wieder hier. Okay, neue Fähigkeiten. Punkt ist verfügbar. Tarful of Kashyyyk. Oh Gott, ich habe lauter Sachen. Hältst du Schub, kann Kerl-Gruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wanken bringen. Mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen Block, den Gegner regeneriert er ebenfalls Macht. Oh, cool. Komm, das nehme ich. Machtregeneration beschleunigt. Verlassen. Steht da hinten jemand? Nee, das ist bloß ein Ding. Okay, dann speichere ich jetzt mal. Und dann mache ich in der nächsten Folge weiter.